Als ich mich mit Thomas zum Essen setze, sehe ich ihn beinahe erleichtert an. Immer noch spüre ich die Blicke von Sasori auf mir und ich fühle mich nicht wohl dabei. Wie soll das weitergehen? Wenn der mich weiterhin so gierig ansieht, dann bekomme ich noch die Panik, dass er mich irgendwann nachts auffrisst. Und bei Kerlen wie ihm meine ich das wörtlich. Was glaubt der Opa eigentlich, mit wem er es zu tun hat? Wütend stochere ich in meinem Essen herum und kann mich nicht so richtig auf das konzentrieren, was Thomas mir erzählt. Mich interessieren die neuesten Klatschgeschichten aus der Oberschicht sowieso nicht. Erst als es eine ganze Zeit lang leise ist, bemerke ich, dass Thomas mich einfach nur ansieht. Was ist los mit dir? Fragt er leise, als er merkt, dass er meine Aufmerksamkeit wieder hat. Bedrückt lege ich meine Gabel auf den Tisch und zucke mit den Schultern. Ich weiß einfach nicht, was ich von dem Neuen halten soll. Der geht mit mir so komisch um und als er mich geweckt hat, da hatte ich das Gefühl, er wolle mich küssen. Thomas hört mir ruhig zu und sieht mich an. Kann ja sein, dass er einer von denen ist, der auf jüngere Männer steht. Angeblich soll es sowas geben, auch wenn ich das nicht verstehen kann. Mädchen sind doch viel schöner. Allein schon die Brüste und diese weiche... Als er meinen Blick sieht, bricht er ab und wird rot um die Nase. Entschuldige, ich schweife ab. Also wenn einer von denen... Naja... Also wenn er auf Jungs steht, dann könnte ich ihn bei dir schon verstehen. Bist hübsch, hast schöne Augen, bist sehnig gebaut und nicht so muskulös und angeblich stehen solche Männer dann ja eher auf schmalere und weiblich gebaute Typen. Aber weißt du, was ich glaube? Du bildest dir das einfach nur ein, weil du Mary vermisst. Ihr habt euch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht solltest du dich mit dem Typen auseinandersetzen, der neben uns stand, als wir uns zum Dienst gemeldet haben. Dieser Telegrafen-Heini. Der könnte doch bestimmt dafür sorgen, dass du Mary wenigstens mal ein Telegramm schicken kannst. Und wenn du ihr nur sagst, dass du sie liebst, dann wird es dir besser gehen und du wirst diesen Wahnsinn mit dem Kerl schon vergessen. Da bin ich mir sicher. Sasori ist eigentlich ein netter Kerl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er pervers ist. So, mein Freund, und mit diesem Rat werde ich meine letzten Minuten dieser Pause noch nutzen und werde nach meiner Liebsten sehen. Ich habe nämlich genauso Sehnsucht wie du. Und schon ist er verschwunden. Ob er recht hat? Vermisse ich Mary einfach nur so sehr, dass ich mir schon einbilde, jemand anderes könnte an mir interessiert sein? Aber wäre es da dann nicht logischer? Ich würde mich für ein hübsches, junges Mädchen interessieren und selbst meine Fühler woanders hin ausstrecken? Noch immer total verwirrt stehe ich auf und will den Speisesaal verlassen, aber so weit komme ich nicht. Mit einem Mal laufe ich genau dem Typen in die Arme, den ich überhaupt nicht sehen will. Sasori sieht mich ruhig an und schmunzelt etwas. Willst du denn mit einem Mal hin? Hast du schon so schnell gegessen oder flüchtest du vor mir? Ich will Mary ein Telegramm schicken, murmle ich leise und will an ihm vorbei. Da packt er mich mit einem Mal am Oberarm und zerrt mich in eine kleine Nische. Seine Augen funkeln wütend, als er mich an die Wand presst und mich anstarrt. Wer ist Mary, huh? Ich winde mich unter seinen Händen und will mich irgendwie gegen ihn wehren, aber ich habe keine Chance, weil er viel zu stark ist. Knurrend sehe ich ihm in die Augen. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Er lässt mich immer noch nicht los und rückt mich noch mehr an die Wand. Ganz sticht steht er vor mir, während mir das Herz beinahe aus der Brust springt, so schnell wie es schlägt. Wer ist Mary? Wiederholt er extrem langsam. Seine Stimme hat einen Unterton bekommen, der keine Ausrede zulässt, und wie ein kleiner Junge senke ich den Blick. Ich habe das Gefühl, als würde ich etwas Schreckliches beichten. Mary ist meine Verlobte. Wenn ich aus Amerika zurückkomme, dann werden wir heiraten, klar? Also lass mich los. Ich habe mich viel zu lange nicht bei ihr gemeldet. Das stimmt nicht ganz. Denn wenn dieser Harold Bright das nicht umsonst macht, dann kann ich mir so ein Telegramm nicht im Ansatz leisten. Nicht mal mit meinem gesamten Lohn. Sasori lässt mich los und sieht mich entsetzt an. Du bist verlobt, flüstert er fassungslos. Ich nicke und sehe ihn wütend an. Ja, bin ich. Aber ich wüsste nicht, was dich das angeht, du Opa. Und jetzt lass mich vorbei, ich habe noch was zu tun und meine Pause ist auch gleich vorbei. Ich verschwinde und habe ungefähr eine Ahnung, wo ich hin muss. Dabei spüre ich Sasoris Blick auf mir ruhen und ich werde das Gefühl irgendwie nicht los, dass er traurig ist. Ich habe meinen Bruder die ganze Zeit über beim Essen beobachtet und er gefällt mir nicht.
So habe ich ihn wirklich noch nie erlebt. Zwar hat er mir von dem Mädchen erzählt, aber ich hätte nicht einmal zu träumen gewagt, dass er sich vielleicht wirklich verlieben würde. So wie es momentan aussieht, hat er sich aber doch gewaltig an das junge Mädchen verguckt. Und ich sehe zu der Ursache seines Herzschmerzes. Die junge Dame wirft ihm immer wieder verzweifelte Blicke zu, aber Sasuke macht auf stur und sieht nicht einmal in ihre Richtung. Stattdessen flirtet er zwar auch ausnahmsweise mal nicht mit anderen, aber das muss nichts bedeuten. Nachdem das Essen vorbei ist, schnappe ich mir meinen Bruder und gehe mit ihm zur Bar. Ich weiß, dass Arthur heute Abend dort eine Schicht übernehmen muss. Warum, weiß ich nicht genau, aber das interessiert mich auch nicht. Wenn ich schon nicht mit ihm sprechen kann, dann will ich ihn wenigstens sehen. Kannst du mir bitte mal sagen, was mit dir los ist? Du stehst total neben dir und dieses Mädchen, wie heißt sie noch? Nyoko? Die ist wegen dir und deiner arroganten Art aus dem Speisesaal geflüchtet. Nur weil du ihr nicht einen einzigen Blick zugeworfen hast, ist dir mal aufgefallen, wie sehr sich das Mädchen nur nach einem einzigen Blick von dir gesehnt hat? Und nicht einmal hast du zu ihr gesehen. Ich dachte, du wolltest nicht mit ihr spielen. In der kleinen Bar angekommen, lasse ich mich mit meinem Bruder in einen der Korbsessel fallen. Mein Blick gleitet suchend durch den Raum und ich sehe Arthur etwas hektisch hinter dem Tresen herumwuseln. Anscheinend ist er noch immer nicht so richtig damit vertraut, wo was steht und ist jetzt total überfordert. Aber ich muss lächeln, denn er sieht irgendwie niedlich aus, wie er da so herumläuft. Sasuke schnaubt nur und sieht zur Seite. Willst du mit mir reden oder nur zu deinem neuen Betthäschen? Knurrt er leise. Warnt sehe ich ihn an und schüttelt dann etwas den Kopf. Er ist kein Betthäschen, murmle ich leise. Nein, Arthur ist anders als Utakata, aber ich muss sehen, wie ich ihm das klar mache. Jetzt muss ich mich erstmal wieder meinem Bruder widmen, sonst macht der komplett dicht und lässt mich überhaupt nicht mehr an sich ran. Es bringt aber auch überhaupt nichts, wenn ich auf dich einrede wie auf einen Maulesel. Wenn du nicht mit mir redest, kann ich mich auch wieder meiner anderen Beschäftigung widmen, meinst du nicht? Sasuke schnaubt etwas und scheint mir wirklich zustimmen zu wollen. Endlich scheint er mit mir zu reden. Was soll ich denn machen? Ihre Mutter will mich nicht und ich habe das Gefühl, dass ich alles nur noch schlimmer mache für sie, wenn ich mich an sie ranmache. Ich glaube, sie würde nur jede Menge Ärger bekommen. Außerdem weißt du, dass ich mir geschworen habe, mich nie zu verlieben. Ich muss mich vor dieser Frau schützen, koste es, was es wolle. Also langsam weiß ich nicht mehr, was ich von meinem Bruder halten soll. Das bedeutet, du willst gleich zwei Herzen brechen, frage ich ihn leise. Sasuke, wenn du dir diese Chance entgehen lässt, bin ich nicht länger dein Bruder. Ich würde dir sogar helfen, wenn du sie entführst und mit ihr irgendwo untertauchen willst, keine Ahnung. Aber ich werde nicht zulassen, dass mein kleiner Bruder, der zum ersten Mal sein Herz entdeckt, es auch gleich wieder abtötet. Und das der jungen Frau gleich dazu. Tu ihr das nicht an, nur weil du zu stolz bist. Er holt tief Luft, als wolle er mir irgendwas an den Kopf werfen. Dann steht er auf und beugt sich zu mir. Das sagst du mir? Du hast noch zu keinem deiner Männer gestanden. Verlogene Schwuchtel. Damit dreht er sich um und lässt mich sitzen. Wahrscheinlich sollte ich wütend auf meinen Bruder sein, weil er mich eine Schwuchtel nennt, aber wenn er wütend ist, weiß er nicht mehr, was er sagt. Morgen wird er wieder angekrochen kommen, da bin ich mir sicher. Das war nicht fair, höre ich eine Stimme hinter mir und drehe mich blinzelnd zu Arthur um, der das Glas Whisky umklammert hält, als würde es ihm gleich aus der Hand fallen. Seine Haare fallen ihm ins Gesicht und ich kann nur erahnen, wie wütend er auf meinen Bruder ist. Das hätte er nicht sagen dürfen. Du bist sein Bruder. Das kannst du ihm doch nicht einfach so durchgehen lassen. Aber er hat doch recht, flüstere ich leise und greife nach dem Glas. Unbemerkt von den anderen streiche ich dabei über seine Hand, die sich nur langsam lockert. Bis jetzt habe ich noch nie zu den Männern gestanden, die ich geliebt habe. Wenn Sasuke einen Anfang macht und endlich anfängt, auf sein Herz zu hören, dann werde ich vielleicht auch damit anfangen. Langsam hebt Arthur seinen Blick. Seine Wangen sind gerötet vor Wut, während seine Augen Ungläubigkeit steht. Sie werden dich verachten, wispert er leise. Unbeteiligt zucke ich mit den Schultern. Ich weiß, aber ich habe dieses Theater satt. Sollen sie mich verachten, wenn ich dafür meine Freiheit bekomme? Wütend hämmere ich gegen die Tür. Das hier kann doch alles nicht wahr sein. Ich habe Anko von Tsunade erzählt,
Was hätte ich auch sonst machen sollen? Sie hat mich in der Hand. Wenn ich ihr nicht sage, was sie wissen will, dann wirft sie mich raus. Ich brauche den Job aber, wenn ich irgendwie überleben will. Deswegen habe ich mich doch nur auf sie eingelassen. Ich dachte, wenn ich ihren Gelüsten nachgebe, dann wird sie mich eher behalten. Dann würde sie mich nicht rauswerfen können. Mit der Zeit hatte ich dann sogar Spaß dran gefunden, mit einer Frau wie ihr ins Bett zu gehen. Und ich fühlte mich irgendwie sicher. Dass es verboten war, war mir in ihren Armen egal. Und diese Glücksmomente, die sie mir schenkte, waren sowieso mit nichts zu vergleichen, was ich vorher erfahren habe. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, irgendwo hinzugehören. Ich war endlich irgendwo zu Hause angekommen. Und das wollte ich nicht verlieren. Aber jetzt sehe ich es unter meinen Händen zerbrechen. Mit einem Mal geht alles kaputt und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Es ist, als würde die kleine heile Welt, die ich mir um Anko und mich herum aufgebaut habe, mit einem Mal wie Glas zerspringen. Weinend lasse ich mich an der Tür herabsinken und ich frage mich die ganze Zeit, warum mich niemand hört. So am Ende der Welt kann diese Kabine doch nicht stecken. Was passiert mit dieser Frau? Was passiert mit Tsunade? Was werden die beiden machen? Ich hoffe, Tsunade will damit einmal keinen Kontakt mehr zu mir haben. Natürlich habe ich irgendwie Gefühle für Anko entwickelt und ich habe sie in mein Herz geschlossen. Aber ob ich sie wirklich liebe, weiß ich nicht. Tsunade ist dagegen vollkommen anders. Bei ihr habe ich Herzklopfen. Und ich will sie nicht verlieren, nur weil Anko sauer auf sie ist. Und auf die bin ich sowieso wütend. Warum schließt die mich wie ein kleines Mädchen hier in ihrer Kabine ein? Dass sie bei Tsunade ist, kann ich mir noch eh denken. Wie ein Tiger fange ich an, in dem Zimmer auf und ab zu laufen. Auf dem Stuhl liegt eines von Ankos Ballkleidern und ich sehe es mir neugierig an. Bis jetzt habe ich es immer nur, mit den Augen gemustert. Und ich wusste, dass ich sowas niemals im Leben tragen kann. Sowas würde mich nur verraten und keiner würde erlauben, dass ich ihr als Mädchen so nahe stehe. Aber jetzt ist es anders. Tsunade will mich in einem Kleid sehen, aber ich habe ja nicht mal eins. Ich sollte mir also von Anko eines leihen. Oder aber Tsunade gibt mir ein Kleid. Mein Herz hämmert und ich sehe an mir herunter. Langsam ziehe ich mein Hemd aus und lasse den Verband von meiner Brust fallen. Damit schnüre ich meine Oberweite immer wieder ab, die aber sowieso schon nicht sonderlich vorhanden ist. Als ich mit William gestolpert bin und der Verband verrutscht ist, konnte er die Ansätze meiner Brüste sehen. Mir ist das bis jetzt doch peinlich. Aber anscheinend hat er wirklich seine Klappe gehalten. Und niemand weiß etwas davon. Es scheint ihm egal zu sein, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Was natürlich seine Vorteile hat. Durch meine Finger gleitet die weiche Seide. Und ich seufze ein wenig. Ich werde niemals das Dekolleté ausfüllen können, so wie Tsunade. Bei der sieht es einfach sehr viel besser aus, auch wenn man Angst haben muss, von ihren Brüsten erdrückt zu werden. Wie sich die wohl anfühlen würden, wenn ich sie in die Hand nehmen könnte. Anko hat weiche Brüste, aber kalt. Ich glaube, die von Tsunade sind warm und weich. Ein Schauer läuft mir über den Rücken und ich lasse den Ärmel des Kleides los. Es ist mir unangenehm und ich bedecke auch meine Brust wieder etwas, ziehe mich aber nicht wieder an. Ich warte auf Anko, etwas anderes kann ich nicht machen. Mein Blick ist leer auf eine Perle gerichtet, die offenbar vom Kleid abgefallen ist und nun etwas herumrollt, als sich das Schiff hier bewegt. Mit einem Seufzen lasse ich mich nach hinten fallen, bis die Tür mit einem Mal entschlossen aufgerissen wird.